My name is Aishwarya. I'm called Aishwarya Amartharaj. Okay. And I'm a student in Oldenburg University. Okay. I study molecular biomedicine, master's program. Jesus. So yeah, I do study about genetics, genomics, and also like clinical research and so on. So yeah. My bachelor's was from India. I'm from South India, especially from Tamil Nadu. So I did my bachelor schooling everything from there. I love Oldenburg because it's green, it's peaceful. I love silent places. And it's also handy, it's very small city, but then it has everything, so it's like reachable, you know, from all the sides. Of course, food. I do cook very good, but still I'm like missing a lot of vegetables and like country vegetables and fruits. So, and also my mom's food, so okay. My family. Yeah. No, in the initial days, I would say, because I wasn't good in German, I hardly knew German. I was very new to Germany and I expected there would be a lot of pressure on language. But I love language, so I kind of learned it very fast. But before learning the language, I felt like people are very rude, you know, a little bit, I would. But over time, as I'm learning also German, I felt like, okay, it's just they are speaking honestly, you know. I'm also a honest person, so I can now get into that track. I do my part-time job, of course, to live here. And then, I am a dancer and also I sing. So I kind of make myself always engaged with dance or like music, and also getting along with friends to cook together, eat together. So this is that. Yeah, specifically if you consider, I'm a classical dancer, as I also performed here. That's I'm a professional classical dancer, but I do also like normal light dances and also like indigenous folk dances from India that also I do. I'm having really good fun here. I was having an idea of doing my PhD, but depends on what kind of project I get. But if not, I would definitely go for a good job and then bring my family here. I want my family here, so. Yes, maybe. No, not really on summer, but winter, I love winter, so. Yeah, that I know your look, but I love winter. Sorry that I'm looking like this. Because I've lived my whole life in India, which is like hot place, especially my city. So I would definitely love winter, you know. So makes sense. Σωτήρης. Από Ελλάδα. Από Βόρεια Ελλάδα, σερ. Προς το παρόν σπουδάζω το μάστερ μου. Τι κάνεις, σχολικά. Σε φυσική. Φυσική μηχανική. Στην οργάνωση του Πανεπιστημίου σίγουρα. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο κλίμα γενικότερα, δηλαδή δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμο ένα προς ένα. Δηλαδή, νομίζω πως οι καθηγητές έχουν άλλη νοοτροπία στην Ελλάδα. Θα πω ότι έχουμε πολύ, πολύ καλούς καθηγητές στην Ελλάδα. Υπάρχει πιο πολύ η έννοια των didactics, το να. Έχει τη διδαχή. Εδώ πέρα νομίζω είναι όλα πιο οργανωμένα, οι υποδομές είναι πολύ καλύτερες, όπως γνωρίζουμε, σε σχέση με Ελλάδα. Η οργάνωση των σπουδών είναι πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι σε πολλούς καθηγητές βρίσκω αυτό ότι λείπει λίγο η πιο παιδαγωγική διαδικασία. Νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και ασφάλεια έξω στον δρόμο, ας πούμε, σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά και ασφάλεια στο τι θα συμβεί αύριο. Από άψη οικονομικών, ναι, σίγουρα, αλλά νομίζω πως λείπει λίγο και η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής από κάτω. Πολλές φορές, ας πούμε, μου αρέσει να λέω ότι μπορεί εδώ να έχω περισσότερα λεφτά στην τσέπη, αλλά πιο δύσκολα μπορώ να δεν θα μου επιτρέψουν πάντα να περάσω καλύτερα, απαραίτητα. Ενώ στην Ελλάδα με ένα ή δύο ευρώ στην τσέπη, τώρα το λέω ως ακραίο παράδειγμα, θα μπορούσα να περάσω πολύ καλύτερα, πολύ απλά επειδή θα βγω έξω, θα βρω μια παρέα έξω και θα πιούμε μια μπύρα από περίπτερο και υπάρχει αυτή η ενότητα περισσότερο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν αυτό είναι αποκλειστικά συνάρτηση του ότι είμαι Έλληνας, ας πούμε, και ότι αυτό παίζει ρόλο σαφώς, αλλά νομίζω ότι και η κουλτούρα είναι διαφορετική απλά στον τρόπο ζωής. Η καθαριότητα έξω, η ησυχία του κόσμου, δηλαδή το πιο παράξενο θυμάμαι όταν ήμουν στο Στράλζουντ, την πρώτη φορά που ήρθα Γερμανία, ήμουν στο Στράλζουντ, στο Μάγκλεμπουργκ, Φοπρόμεν. Εκεί πέρα, ας πούμε, ότι περπατούσα έξω, ήταν γεμάτο με κόσμο, αλλά απόλυτη ησυχία. Όχι μουσικές, όχι ο καλός ο πανικός που πολλές φορές. Το λες ως θετικό ή. Το λέω ως αρνητικό, δηλαδή
αρνητικό. Βασικά θα πω ότι είναι ουδέτερο, γιατί δεν είναι ούτε κακό. Μπορεί να είναι καλό. Όχι, προσωπικά για σένα δεν είναι. Ναι, ναι. Θα πω ότι είναι ουδέτερο και για μένα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μου αρέσει να είναι ήσυχα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις θες και λίγο παραπάνω ζωντάνι. Θα ήθελα να αποκτήσω μια εργασιακή εμπειρία είτε στη Γερμανία είτε σε κάποια άλλη χώρα της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Ολλανδία ή η Αγγλία θα με ενδιέφερε, αν και η Αγγλία είναι άλλη ιστορία τώρα εκτός Ευρώπης. Και κάποια στιγμή, αν μπορέσω να γυρίσω στη χώρα μου για έστω και λιγότερα χρήματα, αλλά για μια αξιοπρεπή δουλειά. So, mein Name ist Emad, ich komme aus dem Iran. So seit Dezember 2015 in Deutschland. Seit ich hier ankam, war ich wie ein kleines Kind. So musste man lernen, also Sprache lernen. Ich konnte nicht hören, weil ich verstehe gar nichts. Und ich wollte auch sprechen. Jeder so mir spricht, ich verstehe gar nichts. Habe ich gar nicht verstanden. Aber jetzt, Gott sei Dank, so seit so ein paar Jahren so besser geworden. Ja, so ich habe schon meine Ausbildung fertig gemacht als Kfz-Mechatroniker. Arbeite ich so in einer Firma in Oldenburg. Alles in meinem Bereich, Kfz. Und ja. Alles gut. Zwei Kinder hier bekommen. So, wir sind ein Verein, iranische Initiative in Oldenburg. Und wir kämpfen für Frauenrechte im Iran. Man sieht im Nachrichten, überall sieht die, was los im Iran ist. So, die Leute sterben auf der Straße, die Frauen werden hingerichtet, umgebracht, alles. Und wir kämpfen für feministische Sachen im Iran. Das ist unser Stand so hier in Oldenburg. Und heute bieten wir was iranische Gericht und sprechen über iranische Situation hier, in Deutschland. Viele wissen nicht, was im Iran passiert und was im Iran los ist, und viele wissen nicht, wo Iran ist. So, wir bieten hier alkoholische und alkoholfreie Getränke. Alles mit iranischen Getränke gemischt. Wir bieten Essen an, so wie Kebab und Falafel. Falafel habe ich schon selber gemacht. Ja, viel zu viel. Ich habe den Leute gefragt, so, da war hier viel los. Sie sehen, es ist auch los hier. Die Leute kaufen, die Leute contesten auch. Das schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Ich bin Hayoung, studiere hier im sechsten Semester jetzt im Lehramt Musik und Physik. Genau, wir haben in der Musik ganz viele Leute, die Lust haben, sowas auch mal zu machen. Und es gibt ganz viele verschiedene Bands, die sich dann immer finden und zusammen solche Auftritte planen. Also zurzeit mag ich sehr gerne Indie und auch R&B. Und in der Uni machen wir auch ganz viel Jazz. Da bin ich zum Beispiel noch in einem Afro-Cuban-Ensemble, da machen wir so Afro-Cuban-Jazz. Ja. Zu Hause habe ich, also vor dem Studium, habe ich sehr, sehr viel Klassik gespielt. Meine Eltern sind auch beide Musiker, klassische Musiker. Aber seit dem Studium, also vorher kannte ich überhaupt keinen Jazz, und seit dem Studium habe ich das kennengelernt und gerade macht das mir ganz viel Spaß und deshalb verfolge ich das gerade so ein bisschen. Die finden das auch cool. Also die kennen sich selber auch nicht so gut damit aus, aber die kennen sich halt sehr gut in der Klassik aus. Aber ich habe das schon irgendwie genug gemacht in der Kindheit und jetzt wollte ich mal was anderes probieren. Meine Eltern kommen aus Südkorea, aus Seoul. Bin in Leipzig geboren. Ich finde Oldenburg sehr schön. Wirklich? Ja. Also die Stadt ist an sich wirklich super schön und es ist ein bisschen kleiner als Leipzig. Aha. Das ist manchmal schade, aber also so heute, also ich bin natürlich auch viel in der Uni, aber sonst bin ich auch recht oft im Willem 13. Das ist ein Jazzclub hier, der ist wirklich auch toll.
ja, was mir vielleicht ein bisschen fehlt, also es gibt nicht so viele Menschen hier mit koreanischem Migrationshintergrund. Ich kenne so zwei Familien, aber das war es auch schon wieder. Ist ein bisschen weit weg, auch. Ja, so. Ja. Also Plan jetzt ist ja erstmal Lehrerin zu werden, aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, nebenbei irgendwie auch mal Auftritte zu spielen. Oder vielleicht so halbe Stelle Lehrerin, halbe Stelle freiberuflich oder so. Okay, dann... Ja. Aber ich möchte auch schon gerne in die Schule und unterrichten. Das macht mir auch Spaß. Gut, wenn du ganz berühmt bist, dann kann ich sagen, ich hatte ihr erstes Interview. Ja. Okay.